I just skied my first big mountain lion in Lebanon. Hell yeah. On a rented helmet, kids' poles, and rented skis. But I have some crazy bleeding on my hand, but check out this view. It's amazing. Ja, ich bin eigentlich schon richtig viel gereist, aber das Land hat mich jeden Tag wieder überrascht und es ist einfach crazy hier. Wir haben eine super gute Zeit, eine wilde Zeit. Wir sind ein paar coole Lines gefahren, haben mega nette Leute getroffen, das Essen war super gut. Wir wollten Adventure und das haben wir jetzt auf jeden Fall. Ja, servus Leute. Hallo aus dem Libanon. Ich habe durch Zufall gesehen, dass es hier richtig viel geschneit hat und habe direkt Gabriel gefragt, hey, soll ich mal in Libanon fliegen? Bei uns kommt sowieso kein Schnee. Und ja, so haben wir direkt den Flug gebucht und jetzt sind wir da, sind wir in Beirut gelandet und haben erstmal einen richtigen Kulturschock gehabt. Unser Skibag ist leider nicht angekommen. Das ist einfach ein Problem, wenn man mal auf eine Skireise geht ohne Skibag. Das war auf jeden Fall die ersten Tage mal eine mega Challenge, bis wir da halbwegs unser Equipment zusammengekriegt haben. Es ist spannend, das Skigebiet ist nur eine halbe Stunde eigentlich von Beirut entfernt. Fast, also mehr oder weniger fährt man von der Stadt direkt in die Berge hoch und ist dann in einer ganz anderen Welt auf einmal. Wie bei uns auch ein bisschen, die Skigebiete sind einfach die reichsten Orte hier oder der reichste Ort im Emsar-Skigebiet. Da war ja auf einmal fette Autos und ja, die Leute sehen einfach reich aus und man hat irgendwie gar nichts mehr mitgekriegt von der Armut. Und war alles ganz anders auf einmal. Ja, hier im Libanon richtige Freeride-Ski zu finden ist gar nicht so leicht. Ich bin da mit mehreren Locals in Kontakt gewesen. Aber ja, in den Rental-Shops haben wir dann ganz schmale Tourenski gefunden. Das war das eh schon das höchste der Gefühle. Wir wollten erstmal einfach nur das Skigebiet anschauen und was so rundherum ist. Und sind dann 2 Stunden im Stau gestanden und konnten es gar nicht fassen, dass da so viele Leute Skifahren gehen überhaupt. Und ja, aber haben es dann irgendwann um Mittag nach oben geschafft, endlich nach Ewigkeiten. Wir konnten es gar nicht glauben. We made it! Nach dem krassesten Stau und Verkehrschaos ever aus Beirut raus und dann hier hoch. Wow, wir haben noch nie so Angst vor dem Autofahren gehabt. Und jetzt haben wir da unsere geilen Rental-Ski. 1,70, 1,65 und 1,70. Immerhin Skitouren-Ski, jetzt haben wir es geschafft. Gehen wir mal eine Runde laufen, schauen uns ein bisschen um da. Und haben dann einmal eine gemütliche Skitour gemacht und gesehen, dass die Berge wunderschön sind und vor allem gesehen, dass es richtig viel Schnee hat hier. Eigentlich, ich wusste schon, es hat Schnee, aber ich hätte nicht mit so viel gerechnet. Erste Skitour, erster kleiner Gipfel, war eigentlich ganz geil. Ja, wir hatten die ersten Tage einfach nur richtig viel zu tun und mega viele Struggles. Die Geldautomaten und Banken haben alle zu, die Geldautomaten haben Türen davor und sie sind einfach geschlossen und alle Banken sind anscheinend im Moment, es ist gerade die Zeit, wo alle bankrott gehen und wirklich alle schließen. Aber wir sind beide schon viel gereist, aber der Verkehr hier ist echt, ja, ich glaube, das Wildeste, was ich bis jetzt gesehen habe. Und dann fällt halt jeden Tag auch öfters der Strom aus. Also das war am Anfang ein ziemlicher Struggle und damit waren wir eigentlich die meiste Zeit beschäftigt, dass wir mal irgendwie einfach zurechtkommen. Ja, wir waren in einem richtig feinen Guesthaus, im Damask-Rosé-Guesthaus und der Besitzer hat mit uns ein kleines Interview gemacht, mega nice, danke nochmal. We are counting on ourselves on generating the electricity. Yeah.
So you have a generator here? I have three generators and a solar system. Yeah. So it's like playing on a piano. We are always between these four power supply, working to get this 24 hours electricity by ourselves. You are in this time in Lebanon, in this crisis, but you know, before, if you were walking on the roads and you say hi to someone in the house, he will tell you, come, come for lunch, you should enter. Yeah. So yes, this generosity is well known in Lebanon. We are losing it by the difficulties, but yeah, still we try to maintain it. Yeah, yeah. I think that's the best part. That's what I really love about here. Like, even if people are struggling and having problems, they're still super friendly and everybody was helping us out. Ja, es ist einfach hier ein ganz anderes Leben als bei uns zu Hause und das hat uns mal zuerst umgehaut, aber sobald wir dann ja in die Berge sind, war wieder alles gut. Also da waren wir dann echt froh, oben zu sein und dann mal ja, entspannt Skifahren zu gehen. Es ist nicht so leicht im Libanon gescheite Freeride-Ski zu finden. Wir waren dann richtig, richtig happy, als wir zumindest einfach mal einen Ski hatten. Ja, Mann! Eine Minute später wäre er weg gewesen. Er ist gerade weggelaufen vom Ding. Wow! Alter! Wow. Und sogar geile Ski! Alter, 98er Salomon. Ja, boah. Wir haben es geschafft, Geld zu wechseln. Da wollen sie keine Euro, mit Karte kann man nicht zahlen. Sie nehmen nirgendwo irgendwas an. Jetzt haben wir ewig herumgesucht. Unser Rental Gear haben wir ewig gebraucht, bis wir das haben. Wir rennen seit 2 Stunden hier herum. Aber wir haben es geschafft, Mann. Wir haben Dollar, wir können uns jetzt die Skipass holen und gehen endlich Skifahren, Mann. Geil. Richtig anstrengender Morgen, aber let's do it, let's go, man. Es ist soweit. Ja, das war wohl doch nichts. Die 100 Dollar haben nicht gereicht für Skiticket, aber wir hatten noch einiges längeren Struggle, bis wir dann zur anderen Kasse gegangen sind und da uns dann die Skitickets leisten konnten, Gott sei Dank. Und dann endlich hochfahren konnten und ein bisschen das Ski wieder erkunden. Ja, jetzt brauchen wir echt dringend eine Bank. Richtige Freeride-Ski. Deine. Fast richtige Freeride-Ski. Halbe. Let's go, Shrek. Jerry. Jerry. Wir haben hier einen Jerry. He's walking the slopes of Lebanon. Und ja, haben da mega coole Faces gefunden eigentlich. Zuerst ein paar gemütliche Runs im Skigebiet gemacht. Auf einmal haben wir da auf der Rückseite vom Skigebiet wunderschöne Lines gesehen, ein wunderschönes Face. Und ja, ich wollte da unbedingt direkt runterfahren, habe schon gesehen, da sieht ein Cliff richtig nice aus. Und ich habe gesagt, das springe ich unbedingt. Ich muss da hin. Und dann bin ich da oben reingedroppt und bin drauf gekommen. Das ist viel, viel größer, als ich es eingeschätzt habe. Es war irgendwie mega Fehleinschätzung und es war riesiges Face und ewig lang und das Cliff war was sie 20 Meter hoch und die Schneeconditions absolut nicht so, dass man das jetzt irgendwie machen könnte. Dann bin ich nur ein ganz kleines gesprungen daneben und aber dafür, ja, die Line war mega schön und ja, echt crazy Berge, ganz, ganz schwierig zum Einschätzen, ganz, ganz anders wie bei uns, echt. Ja, spannend, richtig spannend zum Skifahren hier. Danke.
schon in die Hose geschissen. Wieso? Einfach weil es ordentlich steil war. Und so riesig, ein riesiger Hang. Komplett riesiger Hang. Da fühlt man sich schon. Fühlt man sich alive auf jeden Fall. Alter, richtig geil. Mega richtig happy, dass er das durchzieht. Nice, man. Hat geil ausgeschaut. Hat echt geil ausgeschaut. Schon, oder? Ja. Saugeil, Mann. Puh. Fertig. Done for the day. Ja, ich glaub schon. Done for the day. Done for the day. So, mein Bankomat, der funktioniert und eine Tankstelle. Na dann, chill, Mann. Alter, Libanon, haut mich vom Hocker, Mann. Egal was. Alles. Essen ist geil, die Leute sind nett. Sonst ist alles wild, der gestörteste Verkehr, ultra geile Berge und Views, richtig viel Schnee. Ich verstehe es gar nicht, weil eigentlich alles ist crazy da. Es ist alles crazy da, man. Holy. Bin geflasht. Geil, Alter, aber. Ja, nice, heute haben wir uns eine Pause verdient. Ja, am Abend zu chillen. Die letzten drei Tage waren so ein Hustle da. Dann! Chill mal. Done for today. Ja, aber wir haben jetzt Bargeld, Tourenski, Mietauto und jetzt sind wir endlich ready to go. Gefahren in eine neue Area. Wird richtig spannend und freut euch auf die nächste Folge. Who drinks from the water of Lebanon will come back always. So I hope you will be back.